Willkommen bei Skibas Youngtimer Kaufberatung. Hier noch ein kleiner zweiter Teil des Mercedes W208 Cabriolet. Im ersten Teil, ihr wisst, ich mache ja immer keinen Cut, alles direkt aus dem Kopf, ohne Schnitt. Und da kommt der ein oder andere Fehler mal zusammen. So zum Beispiel muss ich korrigieren, das Fahrzeug hat natürlich keine 16 Zoll Felgen, sondern 17 Zoll Felgen. Es gab bei der Motorisierung natürlich noch einen V8, der 430 mit 279 PS. Und ich habe zwar noch keinen gesehen, es soll auch CLK 55 Cabrio, also AMG-Version, gegeben haben, um die 400 Stück. Wer es weiß, kann gerne einen Kommentar dazu schreiben. Ich habe noch keinen gesehen, aber ich habe es letztes Mal gelesen, zumindest eine Anzeige davon. Ansonsten, wie gesagt, war das Spitzenmodell regulär der 430er. In diesem Zusammenhang kann ich euch nochmal hier schnell den Motor zeigen, weil das hatte ich auch vergessen im ersten Teil. Dann werden die Videos auch immer zu lang. Hier, wie gesagt, der V6 mit 218 PS. Und so sieht das Ganze dann hier aus. Wir gucken mal hier so in die Eingeweide. Und der Mercedes-Kenner weiß dann sowieso auch einzuschätzen, wie das hier aussieht. Also ich sage mal rostfrei, sowieso wenig Korrosion, eigentlich gar keine, wenn man sich jetzt so die Massepunkte anschaut. Und der Motor riecht auch nicht nach irgendwie verbranntem Öl, das heißt, er ist trocken. Heißt natürlich nicht, dass er irgendwo schwitzen kann an irgendwelchen Ventildeckeldichtungen, wie es bei Audi oftmals der Fall ist beim V6. Und hier nochmal, hier haben wir die Xenon-Einheit, Luftfilterkasten, hier haben wir die Klimageschichte und das soweit erstmal hier zum Motor. Hier war auch kein Marder zu Hause oder ähnliches, auch die Hauben hier, wenn es hier überhaupt irgendwelche Schwachpunkte gibt, Rost sehe ich hier nirgendwo. Aber das hatte ich ja schon in Teil 1 erwähnt, dass der hier vom Zustand wirklich super ist. Ähnlich dem des BMW, den wir letztens hier hatten, als 328i. Und damit das hier alles vollständig wird, nochmal ein Blick ins Serviceheft. Hier haben wir die komplette Bordmappe mit allem, was dazugehört. Und hier habe ich schon mal aufgeschlagen die ersten Inspektionen. Man kann sie sehen. Bei 5.1, bei, kann ich nicht lesen, auf jeden Fall alles Mercedes-Benz. Das ist ein bisschen komisch hier. Das ist ein bisschen anders als bei Audi und bei VW. Hier haben wir die nächsten Inspektionen, das ist alles Mercedes-Benz. Dann haben wir hier 60.000, 70.000, 82. Und wir haben, geht es hier noch weiter, hier. Die letzte war auch bei Mercedes-Benz bei 119.543 in 9 oder 3.17. Soweit alles tippitoppi. Und deswegen jetzt hier im Teil 2 nochmal kurz die Korrektur der Fehler, die ich mir geleistet habe. Und nochmal hier der Vollständigkeit halber den Motor und das Serviceheft. Und jetzt verabschiede ich mich aber bis zum nächsten Mal. Euer Ralf Skiba von Skibas Youngtimer Kaufberatung. Bis dahin abonniert meinen Kanal. Ciao, ciao.